Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Ambitions. Ja, ich habe seit letzter Folge leider eher weniger was gemacht, obwohl ich eigentlich mehr machen wollte, aber ich muss gerade mein Mikrofon wieder ausrichten, ansonsten hört ihr mich wieder nicht. Das war tragisch. Ja, nee, wir müssen noch mal ein bisschen teuren Schmuck kaufen. Oh, will ich teuren Schmuck gerade kaufen? Wir haben doch noch eine Vitrine voll, oder? Ja, schau, wir haben noch eine volle aktuelle. Das sollte fürs Erste auch reichen. Ach, schau, jetzt geht dann die Arbeit los. Und wir haben hier noch Papiertüten. Noch ein paar Papiertüten, die haben wir noch. Aber ihr empfiehlt mir ja immer wärmstens, einen Einkaufsladen. Also einen Standard 0815, wie da vorne wir haben. Weil der einfach... Warte mal, dieses Mikrofon, das ist... I don't know, sometimes, ich bin mir noch nicht sicher, wo ich die Position des Mikrofons hinmache. Aber wie gesagt, der ganze Platz hier ist noch ein bisschen temporär. Der Raum wird erst gleich im nächsten Jahr komplett fertig. Jetzt ist es gerade noch so ein bisschen mit meinen alten Tischen, mit allem drum und dran. Der PC steht original genau da vorne, auf dem Tisch auch drauf. Ich würde den gern an die Wand machen eigentlich, mit so einer Holzkonstruktion, das mega geil ausschauen könnte. Aber dafür brauche ich erstmal mehr Geld und mehr Zeit. Und beides habe ich irgendwie nicht, leider. Naja, aber ihr empfiehlt mir immer wieder, dass ich einen Einkaufsladen machen soll. Einfach weil es sehr günstig im Einkauf ist und sehr viele kleine Margen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel vorproduziert hätte, obwohl ich jetzt noch 2 Tage Zeit hätte zum Sachen machen hier. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir alles bräuchten für einen Einkaufsladen, um diesen dann eventuell zu öffnen. Wie gesagt, wir wollen ja relativ schnell ans Geld. Ich glaube, wir könnten sonst auch noch mal einen was von der Bank aufnehmen. Und mit dem Schmuckladen haben wir eine gute Grundfinanz, bis der andere Laden anfängt zu laufen. Und dann können wir uns rein theoretisch das auch leisten. Wenn beide Läden dann laufen, ja okay, ich sag eins, wenn wir einen Einkaufsladen haben, werden wir sicher ein Auto brauchen. Allein schon, um die Waren von A nach B zu transportieren. Weil ich laufe nicht 10-mal mit einem Schubkarren von A nach B. Sicher nicht. Gut, hast du jetzt offen? Ja, hast du. Super. Hattest du die Kassen? Nee, du hattest nicht die Kassen. So, das sind jetzt angewinkelte Holzproduktständer. Okay, okay. Standard-Kühlschrank, der hat hier solche Dinge. 13.000 für eine kleine industrielle Gefriertruhe. Aha. Boah, leck mir. Eine Salatbar. Ich hätte ja auch irgendwie Bock, eigentlich nochmal den Burgerladen zu öffnen. Aber so ein Burgerladen ist halt auch nicht eine günstige Anschaffung. Wir gehen mal zum anderen Laden runter. Bin auch immer wieder am Überlegen, ob wir uns nicht einfach ein Auto holen. Einfach weil es das Leben um so viel angenehmer macht. Klar, du kannst mit dem Taxi fahren, du kannst mit der U-Bahn fahren mit deinen Sachen. Aber es ist ja trotzdem, wir hatten da gegähnt. Es ist ja trotzdem nichts was Feines, wie wenn du mit dem Auto dir 20 Sachen reinlädst oder sowas und hochfährst. Halt mit dem Transporter oder sowas. Wenn du einen LKW hast, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil dann ist der LKW bumm voll. So, hier unten war irgendwo der Laden, ne? Wir können natürlich auch mal ins Casino gehen. Aufs Casino-Schiff und schauen, was wir da so Schönes verdienen. So, jetzt sind wir erstmal hier. Jetzt können wir nicht hier gucken, rein, was alles kostet. Ein Industriegrill kostet 1.400, ein Hotdog-Grill 2.2. Ein Pizzaofen 10.000, okay. Aber Pizza verkaufen und Burger und Pizza, boah, wäre auch was Geiles. Pizza und Co. oder sowas im Laden. So eine Kasse kostet 2.300. Das ist eine Industriegefrierschrank. Großer Getränkekühlschrank. Wir müssen überlegen, was wir machen, wenn wir wirklich sowas eröffnen. Mittlere Zigarettengetränkeregal, okay. Boah, ich hätte irgendwie Bock. Also irgendwie Bock, einen Pizzaladen zu eröffnen. Das wäre schon was Geiles, so ein Pizzaladen, so ein richtig geiler Pizzaladen. So De Italiano, der Pizzaladen um die Ecke. Aber ich hätte, glaube ich, nicht mal ansatzweise die Nerven dafür. Restaurant, Sitzmöbel. Geblümter Hocker. Oder man macht eine Disco auf, das könnte auch spannend sein. Da hast du keinen Einkauf, glaube ich. Obwohl doch Getränke, glaube ich.
Getränke, glaube ich, müsstest du dafür kaufen. Für eine Disco. Für so einen Nachtclub. Vorteil, der macht dir wiederum nachts drüber Geld. Weil wenn tagsüber deine Läden zumachen, hast du nachts noch Kohle. Da ist eine DJ-Desk. Wie viel kostet so ein Boden, so ein modularer 1500? Das ging sogar. Industriekühlschrank bedeutet, ich bräuchte wahrscheinlich einen von dir. Das sind schon 27.000. 27.000, 30.000, sagen wir mal, ein bisschen über 30.000. Nur für den, für die Grundsachen von der Anlage. Ich hade echt. Ich denke, es könnte voll die coole Sache sein, wenn wir jetzt so einen Laden eröffnen. Und uns auch noch wahrscheinlich ein bisschen anfangen zu boosten, weil wir stehen jetzt relativ stabil. Wir machen noch Plus und wir haben noch Ware im anderen Laden drin. Bedeutet, selbst wenn der erste Tag nicht profitabel ist, können wir über die nächsten Tage es reinholen. Und ja, es steht zwar da, dass einer ausgegangen ist, aber das geht. Andere Sache ist, ich brauche ein Auto ab dem Zeitpunkt dann eigentlich. Produktaufsteller. Wir brauchen einen Stapel Einkaufskörbe rein, Twitch. Wir brauchen... Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir auf Google Maps. So wäre noch ein Laden offen. Einzelhandel. Vor allem, ich bräuchte wahrscheinlich auch noch einen relativ großen Laden. Das macht es nicht besser. Bis mit öffnen. 203 tägliche Miete, okay. Eine Kaution von 6.000. Oh, ich habe die Kaution vergessen. Ich habe die fucking Kaution vergessen, die ich hinterlegen muss. Oh Gottes Willen. Wie viel Quadratmeter hat er? 225. Rein theoretisch muss ich auch keinen so Riesenladen öffnen. Entschuldigung. Ich bin heute schon irgendwie müde. War die letzten Tage viel wach und Perlwald gesuchtet. Wie blöd ist das? Ich merke das mittlerweile. Oder ich nehme halt so zwei kleinere und... Nehmen wir so einen kleinen Laden? So ein kleiner Einzelhandel? Da müsste man halt jetzt mal auf Bismen gucken. Auf Economic. Für die Market Insider. Bei Nachfrage. Klassisch teure Herrenbekleidung. Frische Lebensmittel. Bieten aber 6... Kann ich auch Äpfel verkaufen? Ich muss nicht auf. Oder es ist ein anderer Laden wieder. Ich weiß es nicht. Ich habe Apfel und Birnen noch nie wirklich verkauft. Genauso wie Karotten. Aber rein theoretisch. So nur rein theoretisch. Und wo war denn der Scheiß gerade wieder? Muss ich wahrscheinlich wieder nach. Kann ich nicht einfach. Frische Lebensmittel. Nachfrage 71% in Midtown. Da gibt es nur zwei Läden damit. Wie viel haben dann Äpfel und sowas? Kopfsalat hat auch nur zwei Läden. Weil rein theoretisch hätte ich in Midtown ein ganz gutes Angebot. Schauen wir mal, wenn wir jetzt... Wie sehe ich denn jetzt, in welchem... Wo ist Midtown? Midtown, so. Das hier ist Midtown. Da wäre hier der Laden frei. 225 Quadratmeter. 285, 40 Leute, die vorbeikommen. Bedeutet eine höhere Profitmarge rein, kritisch. Im Bismen öffnen. Weißt du was? Ich weiß, das wird jetzt so dumm sein und die werden alle schreien, aber wir machen einen zweiten Laden auf. Ich werde mich so in die Krise wahrscheinlich reinjagen. Entweder es geht jetzt gut und die Serie geht weiter. Oder es geht schlecht und ich muss mir überlegen, was wir als nächstes spielen. Aber was soll der Scheiß? Wir können jetzt ewig lang mit dem einen Laden rummachen
und hoffen, dass wir richtig viel Profit rausschlagen. Oder wir machen das, was ich irgendwie die ganze Zeit höre. Einen simplen Einkaufsladen, der wenig Kosten im Einkauf hat und riesige oder großen Umsatz oder viele Menge Menschen reinkriegt. Haben wir dann Broadway 6 gut, weil die haben eine hohe Anfrage an solchen Sachen. Frische Lebensmittel, Äpfel, Birnen und bla bla bla. Und wenn wir da anfangen mit frischen Lebensmitteln, Getränkedosen und den ganzen Scheiß fürs Erste, dann sind wir auf einem guten Weg. Bedeutet, es tut mir jetzt schon weh. Neues Unternehmen gründen. Ja, kein Schnellrostlos. Es gibt einen Obst- und Gemüseladen. Es gibt einen fucking Obst- und Gemüseladen. Warum gibt's jetzt noch den Obst- und Gemüseladen? Warum muss denn der extra sein? Wieso? Was darf ich als Supermarkt verkaufen? Bitte haut mir irgendjemand einen Schädel an. Ach, Hauptprodukt. Wait. Ich kann andere Sachen auch verkaufen. Da steht ein Hauptprodukt. Bitte schreibt mir das mal kurz unten rein. Ich werde dann noch darauf antworten. Ich muss heute noch auf alle Kommentare antworten, die irgendwie auf dem Kanal gelaufen sind, weil die Woche war horrorhaft. Ich sag's euch, ich bin hoffentlich nur noch 3 Wochen in der Firma. Und dann habe ich 6 Wochen Urlaub. Dann wird es eh alles mal ganz anders. Da werde ich auch so viel Programmiertraining machen, wie blöd. Aber es heißt nur, dass ich zum Beispiel beim Obst- und Gemüseladen Äpfel, Bananen, Karotten, Kopfsalat, Birnen und Tomaten als Hauptsache verkaufen muss. Ne? Bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich gehe als Supermarkt in den, La in den Run und verkaufe trotzdem Äpfel, weil es waren ja lustigerweise auch gleich für den Kopfsalat, der hier als Hauptprodukt gleich angegeben wird, zwei Unternehmen in dem Bezirk drin. Das wird ein weiterer Supermarkt sein, der sich expandet hat, oder? Weil ich glaube, das ist die geilste, das ist die schlauste Sache, die ich machen kann. Ich gehe als Supermarkt rein, weil einfach da Standardsachen drin sind und erweitere dann um Äpfel, Birnen im Nachhinein und teste mal das aus. Ich glaube, das wäre gar nicht blöd. So Nachtclub, Wochentagseintrittsgebühren, Wochenendeintrittsgebühren, Garodenbier, Birnen. Aha. Wir werden sowas von sicher nochmal einen Nachtclub eröffnen. Ich war früher selber in Nachtclubs und habe. Also ich würde gerne mal wieder vor allem. Ich würde gerne mal wieder. Aber ich bin kein wirklich guter Dancer und abgehe in der Nacht. Ich bin lieber hier und zock. Das Ganze. Ich hätte gerne mal wieder ein Multi oder Multiplayer. Ein Collaboration Let's Play oder wie ihr es nennen wollt im Grunde. Mit ein paar mehr Leuten. Hätte ich wieder voll Bock drauf. Ja. Nein, das war, wenn ich nochmal. Ich hätte schon weiter gesagt, ach komm, mach mal wieder. Florist? Elektronikladen? Oh, das reizt mich immer noch. Allein schon als ich als ITler, das reizt mich als ITler. Das reizt mich voll. Eine Reparatur, IT-Reparatur laden wir noch was Geiles. Nein, wir machen jetzt hier draußen einen Supermarkt. Und wir nennen ihn Resch und Fresh. Fresh und fresh. Fresh. Das ist die dümmste Sache. Ich sag's euch, das ist die dümmste Sache, die ich machen kann. Alter, ich verkaufe gerade meine Seele gefühlt. Ich verkaufe gerade eiskalt meine Seele gefühlt. Fresh und fresh. Gut. Resch und Fresh, kann ich bitte nee, das geht gar nicht. Ich muss mal ein paar eigene Logos daran bringen. Wir machen jetzt dich mit schön schwarz auf gelb und gelb. Oh Gott, das geht gar nicht. Ich würde gern sehen, was für eine Schrift ich da verwende. Fresh und Fresh, gut. Logoänderung speichern. Mindestens ein Produkt, Kasse oder Kassenschalter und Stapler an Einkaufskörben. Bedeutet, wir fangen doch erstmal mit. Ich brauche erstmal einen Wagen. Ich fühle mich gerade so schlecht. Ich fühle mich gerade einfach schlecht. Das ist übel. Wir wollen erstmal so einen hier.
Dann brauchen wir einen von dir. Dann brauchen wir Einkaufskörbe. Regenschwert hat Geschäft, hat keine Kasse und hat keinen Stapel und Ding. Nehmen wir euch doch erstmal. Wenn die anfangen, schon mal Geldumsatz zu bringen, dann wäre das ja schon mal gut. Oh, das wird jetzt so wehtun. Das wird so wehtun. Das wird so übel wehtun. Oh Gott. Au. Ich brauche ein Taxi. Ich muss eigentlich die Bank anrufen, um Lohn fragen. Habe ich hier irgendwo in der Nähe einen... Ich laufe schnell hier lang, ansonsten werde ich jetzt 4 Jahre unterwegs sein. Hat jemand ein Taxi von euch? Das Taxi, das schnappe ich mir. Wo ist der Laden jetzt wieder? Ich habe mein Rash and Fresh verloren. Hier. Hier vorne aussteigen. Ah ne, hier hin bitte. Okay. Ich hätte gern die Kassenticke. Lager verwalten, Stapel Einkaufskörbe. Lager verwalten. I don't fucking know. Ich habe keinen Plan von sowas. Deswegen arbeite ich in dieser Industrie nicht. Aber hier haben wir halt viel Potenzial drin, ne? Das ist wieder die andere Sache. Mit sowas hat man halt viel Potenzial am Ende, ne? Das kann ich mir reintun. Eiscreme, Tiefkühlkost. Das würde ich gern machen. Getränkedosen. Ich kann hier eine Tiefkühlkost rein tun. Das finde ich wieder super. Aber schön, wir haben hier kein Lager. Dieses Ding hat wiederum kein Lager. Was soll denn das jetzt? Ich brauch Getränkedosen, ich brauche ein paar Papiertüten. Oh Gott. Vorteil ist, wir haben natürlich dann auch Essen für uns. Wir müssen nicht mehr einkaufen. Wir gehen dann nicht mehr einkaufen. Wir gehen zum eigenen Laden. Das gibt's für free alles. So, warte mal. Die Metro hat schon zu. Aber die Salatbaden hoffen. Oh Gott, ich sehe schon, es wird morgen echt elendigst. Ich hätte gerne einen Hotdog, einen Burger und eine Getränkedose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich die Personaler noch anrufen? Ich glaube nicht. Jetzt ist schon 18 Uhr und 19 Uhr. Ich brauche einen Kredit am Ende vielleicht noch. Wir machen so. Oh, ich habe gerade den Greenscreen ein bisschen zum Wackeln gebracht. Oh Gott, es wird alles. Sowas, genau sowas hätte ich gerne. Die ist in grün? Cool. Sowas ist natürlich auch fein. Wir müssen... Hä, ich habe doch Zielfestlegung gemacht. Achso, warte mal. Ja, schön fest, dass wir rübergehen geschlossen. Ja, das ist klar. Wir brauchen einen Reiniger, wir brauchen einen Mitarbeiter, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Vollzeitbeschäftigte, vor allem in dem Laden. 3 Vollzeitbeschäftigte und vielleicht eine Teilzeitkraft fürs Putzen, oder? Das wäre vielleicht irgendetwas, was wir noch bräuchten. Komm, wir gehen jetzt noch eine Stufe. Was ist da? Chipilope. Gehen wir 2-3 Stunden Spiel beginnen. Gut, okay. Oh Gott, diese Zahlen werden mir jetzt so in den Arsch treten. 5000 plus, das ist wieder schön.
sind wir 44.000 wieder auf dem Konto. Huh. Ich glaube, ich wische aber trotzdem mal schnell bei uns im Laden durch. Der hat schon offen. Das wird die Leute nicht sonst nicht schön gut finden, wenn der Laden ausschaut wieder. Ja, weil der schaut schon wieder aus. Was macht denn ihr denn immer? Die haben den ganzen günstigen Schmuck leer gekauft. Okay, wir haben erst ein ganz, ganz anderes Problem. Ich habe erst ein ganz, ganz anderes Problem. Shitfuck. Damit hatte ich jetzt absolut nicht gerechnet, dass ich gestern den ganzen günstigen Schmuck leer kaufe. Kaufen wir viermal. Ob man nicht sowas auch eröffnen könnte? Das wäre, glaube ich, mega geil, so Importgeschäfte eröffnen. Dass du sozusagen nicht mehr mit dem Handel außerhalb beschäftigen müsstest dann. Taxi, bleib stehen. Wir müssen schnell zu meinem Geschäft, das hat nicht keine Ware eventuell mehr. Hallo, kann ich meinen Laden bitte auswählen? Muss ich ja den... Es ist schon 11. Ich muss die Recruiting-Firma auch noch anrufen. Es ist Sonntag, die hat wahrscheinlich gar nicht offen. Gut, wir haben günstigen Schmuck. Platzieren. Ja, es ist halt... Wir bauen unser Bisphone wieder. Und dann machen wir dich zu. Wir brauchen Kontakte. Marketing, Agentur. Wir brauchen die Personalvermittlung. Anrufen. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Denkst du, ich habe mich Spaß dran? Habe ich rein theoretisch noch My Employees? Kandidaten offen? Nein, leider nicht. Blöde nicht. Jetzt schauen wir mal, was der Laden um die Ecke anbietet. Ich kann mir jetzt nicht... Das wäre teilweise gut, wenn du sehen könntest, welcher dieser Großhändler was verkauft. Dass du nicht jedes Mal von A nach B gehen musst. Öffnet in 18 Stunden. Öffnet in 18 Stunden. Dann fahren wir halt runter. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Resch und Fresh ist offiziell das nächste Ziel von uns. Es wird eine sehr heikle Sache. Wenn es läuft, könnte es aber zu unserem Erfolg beitragen. Die Sache ist ausgelegt auf wenn es läuft. Wir brauchen Getränkedosen und wir brauchen noch Tiefkühlkost. Aber Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.